cool, dass ihr hier reinschaut und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Eine neue Ära bricht an, und zwar die Vlogging-Ära. Ich werde jetzt in Zukunft, weil mein PC ja zurzeit noch kaputt ist, habe ich mir gedacht, wir machen einfach regelmäßig Vlogs. Ich habe meinen Kumpel Dennis, der auch voll motiviert ist und mich dabei unterstützt. Also der filmt mich dann immer und begleitet mich so ein bisschen im Alltag. Und dann versuchen wir einfach, dass wir jede Woche mindestens einen guten Vlog raushauen, damit ihr ein bisschen seht, was mit meinem Leben so abgeht und einfach so ein bisschen mehr Eindruck auch von mir und von meiner Persönlichkeit bekommt. Wir sind hier gerade in einer Quarzsandgrube bei uns in der Nähe und das sieht hier einfach mega cool aus. Das ist das erste Mal, dass ich auch tagsüber hier bin. Also es ist echt mega cool. Und mehr zu meinem PC. Ich hatte ja angekündigt, dass mein Prozessor kaputt ist, dass ich den eingeschickt habe. Ich habe den neuen bekommen, ich habe den eingebaut. Der PC funktioniert einfach immer noch nicht. Also irgendetwas anderes ist da noch kaputt. Ich weiß immer noch nicht was. Ich vermute, jetzt ist es das Mainboard, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Das heißt, das zieht sich jetzt auch noch so ein bisschen in die Länge und ich hoffe wirklich, dass ich bald den PC wieder zum Laufen bekomme, damit ich Videos machen kann, damit ich Livestreams machen kann, ohne Witz. Ich vermisse das schon übelst und ich glaube ihr auch. Also ich hoffe, dass es bald wieder zustande kommt und dass wir den hinkriegen. Und wie gesagt, in der Zeit gibt es dann einfach Vlogs. Aber danach denke ich auch, dass wir das einfach fortsetzen. Mal gucken, wie lange das geht. Einfach so lange, wie wir und ihr Bock darauf habt, denke ich mal. Ich habe mir so einige Vlogs angeguckt und ich habe gemerkt, die meisten, die sind so irgendwie Standard. Die Leute gehen durch den Alltag, filmen sich dabei. Und wir wollen das so ein bisschen anders gestalten. Und zwar so ein bisschen attraktiver. Wir wollen immer zwischendurch Cinematic-Shots reinmachen. Ja, unser Ziel ist es eigentlich, damit euch so ein bisschen zu inspirieren, coole Videos zu liefern, einfach wo wir auch voll dahinter stehen, wo wir denken, das sind richtig geile Vlogs, das sind geile Aufnahmen und wo ihr einfach denkt, das sind auch richtig coole Aufnahmen, also wir wollen richtig was bieten, also wir geben uns richtig viel Mühe auf jeden Fall. Ich habe mir überlegt, dass ich in meinen Vlogs jedes Mal ein paar Kommentare aussuche, die ich richtig gut fand von euch und die einfach immer vorlese in den Vlogs, also dass es so ein Part, ein regelmäßiger Part von diesen Vlogs ist. Heute habe ich direkt schon einen Kommentar rausgesucht. Der erste Kommentar kommt von Milchiller und zwar fragt der Jannis, probier mal ein mittelalterliches Haus oder eine Ruine zu bauen, wäre echt nice, wenn du diesen Baustil beherrschst. Schon viele Leute haben gefragt, ob ich mal ein mittelalterliches Haus machen kann und ich werde das in Zukunft mal probieren, weil ich habe selber so ein bisschen Interesse dafür, Häuser in dem Stil zu machen. Also ich kann mir vorstellen, dass sobald der PC funktioniert, dass ich mich da mal ein bisschen ausprobiere und dann kommt bestimmt auch irgendwann mal so ein Video. So, in diesem Vlog erstmal nur einen Kommentar. Ihr könnt ansonsten einfach unten in die Kommentare noch mehr reinschreiben und mal gucken, ich werde jeden Vlog dann 1, 2, 3 Kommentare raussuchen, die mir gut gefallen. Also kommentiert ordentlich. So, ich bin wieder bei mir zu Hause. Und ich habe in meinem letzten Vlog auf meinem Zweitkanal, habe ich ja gesagt, dass ich ein eigenes Gewerbe anmelden möchte und es ist jetzt soweit. Ich habe mein Gewerbe angemeldet. Ich habe hier die ganzen Zettel und sowas, also hier mit Stempel. Also ich bin jetzt ein eigener Unternehmer und ich habe jetzt noch so ein paar Sachen, die ich dafür ausfüllen muss. Hier solche steuerrechtlichen Sachen und so etwas, aber ich bin richtig froh, dass es geklappt hat. Ehrlich gesagt, ich kenne mich hier noch gar nicht so gut aus, was ich jetzt weitermachen muss, aber ich glaube, das kriege ich schon hin. Das ist jetzt der nächste Schritt und dann mal gucken, was noch alles so auf mich zukommen wird. Ja, und Leute, es ist schon abends geworden, also der Tag ist schon bald vorbei. Das war der erste Vlog, ich hoffe, es hat euch gefallen und falls ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn euch das wirklich richtig gut gefallen hat, dann teilt dieses Video mit euren Freunden und es wäre richtig cool, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was wir vielleicht ein bisschen besser machen können oder wenn ihr Ideen habt oder Tipps oder so, wie wir die nächsten Vlogs besser gestalten können, lasst mich das auf jeden Fall wissen, schreibt das alles unten in die Kommentare rein, ich bin richtig froh über alles, was da kommt und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis dann, haut rein meine Freunde, ciao, ciao.